Hallo, Liebling. Also gut, dass du anrufst. Du, ich habe dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Also... heiratet schon wieder und korrigier mich, wenn ich Unrecht habe. Aber Liebling, seit gestern sind wir endlich... Ja, du, Liebling, wir haben doch, also vor ein paar Tagen... Lass mich doch endlich mal ausreden. Also die Meyers haben sich jetzt schon wieder ein neues Auto... Liebling! Oh, Schatz, ich muss Schluss machen, mein Geld ist alle. Tschüssi! Eine Million Mark in jeder Hauptziehung bei der ARD-Fernsehlotterie, die Goldene 1. Lose gibt's bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Fragen Sie sich nicht auch manchmal, wie es bei Königs zu Hause aussieht? Rolf Seelmann Eggebert weiß es. Er hat uns ja schon einige Male in königliche Gefilde entführt. Heute sind wir bei Königin Margarete II. Von Dänemark zu Gast. Und hier hat das NDR-Team etwas ganz Einmaliges geschafft. Es besuchte das Königspaar sogar auf dessen Weingut in Südfrankreich. Tivoli, eine Minute nach Mitternacht. Ein Volk feiert seine Königin. Margrethe II. Von Dänemark wird an diesem 16. April 1990 50 Jahre alt. An ihrer Seite Prinz Henrik, der Prinzgemahl. Die beiden Söhne, Kronprinz Frederik und Prinz Joachim, gehen längst ihre eigenen Wege. Aber am Geburtstag der Mama, versteht sich, ist das Familienbild komplett. Zwölf Stunden später marschieren die Leibgarden auf dem Schlossplatz von Amalienburg auf. Mit ihren Bärenfellmützen und den roten Röcken sehen sie ihren Kollegen, die jenseits des Kanals über das Wohl des Hauses Windsor wachen, zum Verwechseln ähnlich. Trotzdem kann man Unterschiede wahrnehmen. Den Buckingham-Palast schützen zusätzlich hohe Mauern und schmiedeeiserne Tore.
In Dänemark ist die Distanz zwischen Souverän und Volk geringer. Das gilt auch in des Wortes übertragender Bedeutung. Wenn sich die Königin in der Öffentlichkeit äußert, bricht ihr kein Zacken aus der Krone, wenn sie als ganz normale Dänin spricht. Übrigens war an jenem Tag vor 50 Jahren keineswegs klar, dass eine künftige Königin das Licht der Welt erblickt hatte. Erst als sie 13 war, änderten die Dänen nach Volksentscheid das Grundgesetz und ließen die weibliche Thronfolge zu. Dem Vater, König Frederik IX., bereitete der Volksentscheid damals gehöriges Kopfzerbrechen, weil er ja wusste, welche Belastung auf seine Tochter zukam. Aber das Schicksal hatte ihm und seiner Frau, Königin Ingrid, nun einmal ein Drei-Mädel-Haus beschieden. Auch dieses war zum 50. Geburtstag komplett erschienen, mit Prinzessin Annemarie, verheiratet mit König Konstantin von Griechenland, und Prinzessin Benedikte, verheiratet mit dem deutschen Prinzen Richard von Sein-Wittgenstein-Gerleburg. Offenbar hat das Volk der Dänen nie Grund gehabt, seinen Entscheid des Jahres 1953 zu bereuen. Gut vorbereitet auf ihr Amt, durch ein breit gefächertes Studium in Kopenhagen und Aarhus, in London, Cambridge und Paris, erfreut sich Margrethe II. Heute großer Popularität. Sie ist, wie wir auch, sagen die Dänen, und meinen damit, dass ihre Königin durchaus Ecken und Kanten hat und eigenwillig...